Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute schauen wir uns zwei Achievements an, wo wir für beide das selbe machen müssen. Und zwar, oder zumindest ähnliche Sachen. Und zwar schauen wir mal rein. Wir finden die Erfolge beide unter Erkunden und dann Dracheninsel. Und das erste habe ich schon abgeschlossen. Das schimpft sich einmal Plünderer der verbotenen Insel. Und ja, wer hätte es gedacht, das Ganze ist auf den verbotenen Inseln. Und zwar müssen wir Folgendes dafür machen. Öffne 20 kleine Schätze auf den verbotenen Inseln nach dem Sturm. Nach dem Sturm heißt einfach, dass jetzt dementsprechend das nicht mehr das DH-Start, oder nicht DH, sondern Evoker-Startgebiet ist, sondern mal da ja jetzt mit 10.07 normal hingehen kann oder hinfliegen kann, je nachdem. Es gibt jetzt da noch ein weiteres Achievement und zwar gibt es da noch Horte der verbotenen Insel und dafür müssen wir selber jetzt machen, bloß 100 Schatzkisten looten. Diese Schatzkisten sind kleine Kisten, die ihr einfach aufmachen könnt, ihr seht die aber nicht auf der Map. So, es gibt aber eine Möglichkeit, dass wir uns die auf der Map anzeigen lassen können und das will ich euch jetzt mal zeigen. Ich befinde mich jetzt hier in dem Basecamp quasi, in diesem kleinen Tusker-Lager. Und zwar gibt es hier auf den Koordinaten 34 und 59 ein paar NPCs. Und zwar von jedem, ich hätte schon fast gesagt Covenant, aber von jeder Ruhmfraktion aus Dragonflight. Und hier müssen wir mit der Dunkeleisendame hier sprechen. Und die verkauft uns ein paar Items, unter anderem eine Schriftrolle. Und die Schriftrolle heißt Requiem Schriftrolle der Wahrnehmung. Und die ermöglicht uns dann für 60 Minuten, also eine Stunde, die Schätze auf der Minimap zu sehen. Ich würde euch empfehlen, die mitzunehmen. Ihr könnt die Schätze auch ohne die Schriftrolle aufmachen, aber ihr seht es halt nicht auf der Map und dann müsst ihr rumsuchen und das ist nervig. So, wir setzen die jetzt ein und jetzt zeige ich euch mal eine Möglichkeit, wie ihr die gut farmen könnt. Und zwar, es gibt jetzt zwei Optionen. Option Nummer 1 ist, ihr fliegt halt die ganze Zeit hier rum und schaut halt, wo die Schätze sind. Ihr seht, da hinten wird gerade schon einer angezeigt. Zumindest nur ganz kurz. Aha, da haben wir schon einen. Und dann können wir den hier einfach weglooten. Wo haben wir es? Der ist da in der Hülle drin. Das sind manchmal hier so Knochenhaufen. Seht ihr, da ist jetzt auch meine Achievement aufgeploppt mit 100. Vor allem zu Zeiten, wo viele Spieler unterwegs sind, muss ich sagen, dass in den Außengebieten, also wenn ihr hier einfach nur rumfliegt, oft die Schätze weggelootet sind. Ja? Das ist die eine Option. Die andere Option ist, wenn ihr einen halbwegs gut equippten Charakter habt, dann geht ihr hier rein, wo die Elite-Mobs sind. Und vor allem, wenn ihr jetzt vielleicht auch einen Char habt, der stealthen kann, ist es doppelt von Nutzen, denn da drin sind relativ viele Spots, wo Kisten sind. Ihr seht, hier haben wir 1, 2, 3 Spots, da oben sind noch mehr. Und da könnt ihr dann einfach hingehen und euch diese Kisten weglooten. Und das Schöne ist, es sind da bestimmt so, ja, oft sind so 4, 5, 6 Kisten auf einmal ab, hier in einem relativ kleinen Bereich. Und dann könnt ihr einfach Server hoppen und das kann ich euch gleich mal zeigen. Also wir haben jetzt da eine Kiste, da oben ist eine Kiste, hier ist eine Kiste. Wir können das jetzt mal so ein bisschen ablaufen, wo das ganz gut ist. Klar, ich habe jetzt als Druid hier den Vorteil, dass ich ein bisschen stealthen kann. Also ich kann halt einige Mobs umgehen. Ihr könnt die aber tatsächlich auch mitziehen bis oben zum Port hin und dann resetten die meistens auch. Also hier unten ist zum Beispiel jetzt wieder eine und wenn wir uns jetzt hier oben hochporten, dann können wir da oben ja auch noch ein bisschen weiter rumlaufen. Wenn ihr, weiß ich nicht, über 400er Item-Level habt, dann sollte es relativ easy gehen, dass ihr die Mobs hier umhaut. Da müsst ihr, um die Kisten looten zu können, auch die Gegner töten. Aber wie gesagt, als Tank ist das gar kein Stress. Ich denke mal, wenn ihr einen gut equippten DD habt, sollte das auch funktionieren. Ihr seht, hier oben sind dann noch mehrere Kisten drin. Und wenn ihr alle quasi abgeerntet habt an den Kisten, dann geht ihr einfach hier rein. Unter Quest, Kriegerhorde, das sind ja, ist ein Instant-Invite, gehen wir rein. Und ihr seht, 1, 2, 3, 4 Kisten sind hier jetzt schon wieder alleine auf der Map. Und wenn ihr ein bisschen runter geht, sind da auch ein paar. Also hier habe ich gefarmt. Ich habe in einer Stunde über 50 Kisten zusammengekriegt. Heißt, wenn ihr 2 Stunden farmt, kriegt ihr eigentlich die 100 Kisten hier zusammen. Wenn ihr jetzt einen sehr schlecht equippten Char nur habt, dann ist es vielleicht von... ist es vielleicht sinniger, wenn ihr draußen rumfliegt, weil dann tut ihr euch wahrscheinlich schwer, die Mobs hier einfach zu töten. Gut, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Mehr ist es nicht. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.